Willkommen zurück im Geistertempel. Ah, oh, ich liebe den Geistertempel. Ach, wir sprechen gleich nochmal. Sicher, sicher. Ja, nur wartet, dass wir hier die Kraft dafür besorgen. Wir werden mal schauen, was hier alles Schönes passiert, ne? Ich weiß, ich brauche jetzt als erstes mal Giz. Man hört es auch schon, hier sind Fledermäuse. Wo ist die Lampe? Oh, da klar! So, die zwei. Oh, was mache ich denn? Das erste Mal, dass wir gegen einen Stahlfassritter, genau, kämpfen müssen als Kind. Und das dauert echt lange, weil also das kleine Schwert nicht dazu ausgelegt ist, gegen Stahlfassritter zu kämpfen. Man kann auch, wenn man den Kristallschalter da zu aktivieren. Oh, was mache ich denn? Ja, das Ding jetzt da ist. Hallo. Jetzt geht's mal an dir vorbei. Oh, Leute. Aber weg mit dir. Jetzt aber. Genau, man muss einfach nur diesen Schalter mit Bumerang treffen. Was auch gegangen wäre, wenn ich vielleicht ordentlich getroffen hätte, aber irgendwie habe ich gerade wieder mal 14 den Punkt geschossen. Und wir haben 5 Rupien. Ja, was hier auch ganz witzig ist, dieser Anubis. Ein Feueranubis. Kann nicht durch das Schwert da er immer entgegen... Oh nein, nein! Oh, immer entgegen... Macht er das schon immer? Man muss sich einfach nur hinstellen und dann den Schalter packe der ab. Oder man nimmt einfach den Feuer. Ich kann nur, das funktioniert auch, weil genauso feuert
Aber Nintendo hat eigentlich gefreut. Listen! Ach, darf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen? Ja, da muss man. Oh, das hat mich wieder. Und dann kann ich die Brücke runter. Oh, na klar, wenn nach unten fallen, jetzt, können wir wieder mal die Reißen an. Und danach, Feuer schießen. Also der Geistertempel zählt eigentlich zu meinem Lieblingstempel. So. Das heißt, wir entzünden mal hier schnell die zwei Fackeln. Und zwar, oh, wie Link guckt. Das heißt, wir können weitermachen. Hier kommen wir jetzt auf der anderen Seite raus, wo wir auch hätten am Anfang reingehen können, was uns hier aber nicht gebracht hätte, weil, ja, da wäre ja die Kappe zu. So, und hier ist auch wieder, indianische Schriftzeichen dran. Das war auch die Weise. Das heißt, wer Lust hat, kann sich diese übersetzen, wer das Buch hat. Schreibt mir dann bitte auch, wenn die Kommentare weil ich würde es schon interessieren, was da steht. Ja, Navi. So, und wie man sieht, hier unten in dem Bereich als Kind hat man schon gut durchlaufen jetzt. Die müssen wir gleich noch denken, ne? Oder? Da ist sie. Watch out! Und? So? Ich glaube, keine Rechnung, dass du hier bist. Exodorus. Jetzt denkt man sich, ja, okay. Ja, man hat gesehen, dass da eine Kiste erschienen ist, diese dort. Aber hier an der Seite ist auch eine erschienen. Ich weiß, was das ist.
einer von beiden zumindest. Und zwar ein Hinweis wieder auf das, was wir machen sollen. Unser Hinweis für diese Tempel, also die Sonnen brauchen immer Licht, um halt weiterzukommen. Ich glaube, da bei den Rubis wäre wieder ein Schild gewesen, so ein Holzschild, falls der gerade eben am Rand wäre. Oh. Und wir haben, genau, Krabbelmin erhalten. Krabbelmin packen wir wieder weg, weil braucht man nicht. So, und hier ist unser Raum, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, was ja sozusagen unser Haupthalle, wo ich einen Teleporter setzen werde. Und gucken werde, ob er dann auch in Zukunft dann halt einfach alles hat. Oder ob wir einfach noch mehr oder weniger verschwendet haben. Das heißt, wir packen vor kurzem den Stopp auch wieder weg. Ach, wir brauchen mal schnell den Feuerentfernung. Um hier in der Mitte die Packen anzuzünden. Oh, wie von Geistern. Magische Energie verbrauchen würden, beziehungsweise die Packen auch nicht lange genug brennen, um das ausreichen zu können. Glaube ich. Ich bin mir auf jeden Fall nicht sicher, ob ich das mache. So, und das noch? Genau. Und dann ziehe ich die Packe an, wo wir jetzt mit dem Stock rumrennen müssen. Alle Kacken auf dem Schirm haben. Keine Antwort, der ist ein. Der ist auch kein. Ich muss auf jeden Fall irgendwo rein. Was ist das schon? So, ich habe wieder mal einen Kacken erschienen. Ich glaube, das ist ein Grüner. Drüben, genau. Okay, Schlüssel. Also, das ist wirklich von Bedeutung. Jetzt nicht gedacht. Ja, jetzt müssen wir noch wieder das Schieberrissen mit der Sonne machen. Jetzt geht es weiter schieben. Den Stein. Um den Rost zu ziehen.
und den da wieder ins Licht zu schieben. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr wollt, was euer Lieblings-Ocarina of Time Tempel ist. Und was haltet ihr von dieser... Also ich habe ja schon gesagt, im kompletten Gerudo Valley finde ich ja schon diese orientalische Musik sehr, sehr gut. Das muss ich verlegen. Aber ich krieg's bestimmt eh nicht hin. Ich speichere gleich nochmal. Und das wäre ein Eisenprinz. Nimm dich vor seiner schweren Axt in Acht. Schlag zu, wenn er nicht wegkommt. Ja, braucht man sie unbedingt. Wahrscheinlich als Kind braucht man sie wirklich. Oder ist sie nicht ganz unnütz, sagen wir so. Hey, es ist Toni. Überrascht mich zu sehen. Lange Jahre in der Zukunft bedeuten anscheinend gar nichts. Hier sind nur wenige Sekunden vergangen. Sogar ich hatte gedacht, dass Reisen durch die Zeit eine reine Legende sei. Toni hat viel Erfahrung gesammelt. Das Schicksal Hyrule liegt von nun an in deinen Händen. Das macht sie die ganze Zeit schon. Vielleicht ist meine Zeit jetzt vorüber. Hier ist ein letzter Rat. In diesem Tempel hausen zwei alte Hexen. Um sie zu vernichten, schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Magischen Waffen. Willst du da, wie ich gesagt habe, nochmal hören? Ja. Ich werde dich weiterhin beobachten. Ja, also, das ist ja schon mal erwähnt. Medusa oder so heißt es eigentlich. Medusa, wie die Gorgonen sind Medusa mit hartem T. Glaube ich, bin mir auch nicht sicher. Und eigentlich ist sie böse. Hier haben wir jetzt unseren Gegenstand als Kind, wo ich ja immer noch der Meinung bin, das ist das Auge der Wahrheit vom Schattentempel, sozusagen. Aber ein kleiner Junge ist zu groß. Zudem hast du mir versprochen, die Laborruhe zu geben, Alter, also dein Wort. Und ja, wir haben knapp 20 Minuten für den Teil des Kindes gebraucht. Geistertempel. In etwa so lange hat auch der Brunnen gedauert. Oh, ein Teil.
Hey, was macht ihr miesen alten Weiber mit mir? Hä? Miese alte Weiber? Ah, lasst mich in Ruhe. Lasst mich. Hä? Hä? Na, dann kommt doch mal. Ihr widerlichen alten Hexen, ihr seid Ganondorfs eklige Sklaven. Möchtet wohl nicht schnell. Verdammte Hexen, die setzen schwarze Magie gegen mich ein. Vor allem diese Geräusche, was man sieht. Ja, was soll ich sagen? Ich überlege gerade. Ob ich nicht. Also, ich kann auf jeden Fall. Ah, okay, diese Kiste ist gar nicht da. Sonst hätte ich mich jetzt verzweifelt, wäre ich hier hingelaufen und hätte drüber getan. Aber die Kiste ist nicht da, okay. Ja, Part des Endes ist hier erledigt. Das heißt, wir gehen zurück in die Zitadelle der Zeit. Und werden wieder erwachsen. Und probieren, ob unser Teleporter funktioniert. Beziehungsweise, ich überlege gerade. Ja, nee, wir probieren erst den Teleporter aus. Und hier in das Brassreich nach dem Tempel. Also vor dem Plattentempel auf jeden Fall. Aber dann halt nach dem Tempel. Dann sind wir da 176 Rupien später. Wir sind schon wieder nah am Bogenspiel. So, wir sind wieder erwachsen. Nein. Gedanklich war ich gerade bei dem Polierer des Fonds. Und wenn wir das Zeug haben, holen wir uns gleich noch das Brötchen. Und ich dort hier genau die Gleichzeitigkeit. Oh, nein! Oh! Aber mache, dann brauche ich gar nicht mehr nachmachen. Dann kommt die Freude von alleine. Oh Mann. So. Jetzt ist ein Wettbewerb und hin. Das heißt, wir haben alle Herzteile. Wir, ja, und die anderen zwei Container sind halt die wir von den Endgegnern, also von den Bossen bekommen. Ich hier einen Affen ordentlich habe. Das ist gleich nach. Das ist auch gut. Und hier kommt jetzt hier Brötchen. Hallo? Symbole zerstört. Genau, und auch hier haben wir alle 10 Stück. Eine, zwei,
5 im Tempel, sind 7. Und als Kind sind nur 3 geholt. Als Kind nur 3 geholt hier drin. Nur 2 geholt. Nee, 3 geholt. 2 geholt. Das heißt, der Erwachsene sind nur 2. Ja, und man sieht jetzt auch, die Handschuhe, die wir zu einer Bohu versprochen hatten, hat ich mir jetzt ganz einfach an. So, jetzt ist egal, ob Nacht oder Tag ist. So, und wir gehen halt hier als Erwachsener einfach wieder rein. Und probieren gleich Parores Donnersturm aus. Okay, es funktioniert nicht. Also er macht einen neuen Teleporter. Okay. Schade. Das wäre echt cool gewesen, wenn es funktioniert hätte. Wenn wir hier einen Mittelraum hätten, hätte ich abgezogen können. Ich weiß nicht, für was man diese Abkürzung brauchen soll. Weil eigentlich ist es so, dass wenn man einmal hier im Tempel drin ist, dann kann man auch gleich durchmachen. Ich wüsste nicht, warum man... Ja gut, vielleicht wenn man, wenn man sagt, man holt sich jetzt noch ein paar Feen und so weiter, ja, dann kann man doch vor Rost Donnersturm nutzen. Ja, gut, wenn man die nicht hat, ja, aber... dieser Strahlenzyklon ist ein größerer als die anderen, die wir bisher haben. Und deswegen braucht er auch 2 Bomben. Danke, Navi, dass du uns das sagst, weil... So, jetzt geht die Fragerei weiter. Warum? Das ist ja hier alles Gerudes. Und die Gerudes sind ja eigentlich, also so, wenn ich mich recht entsinne, so verbannt worden vom König von Hyrule, weil die Liebeszüge gemacht haben und so weiter. Also in den Tempel der Gerudos ist dann das Zeichen der Königsfamilie. Hm. Ja, okay. Ich habe gerade überlegt, was das hier für eine Kiste in der Haupthalle ist, aber ich weiß es. Ich hab mir eingefallen. Wir haben nicht, dass wir halt was wir brauchen. Also wir brauchen den Schlüssel eindeutig. Also müssen wir den Schlüssel hier suchen. So, hier, warte mal. Also, ja, hier braucht man jetzt unbedingt die Gleitschuhe, um den Ding zu kriegen. Nein, warum? Ich hab's immer so gemacht, ne? Also dass ich einfach den Endpass genommen hab. Zack, hatte ich den Diamanten. Manche haben jetzt hier wirklich mit Sprung, Schlitz und keine Ahnung versucht, zwanghaft an den Diamanten zu kommen. Vielleicht besser von euch, die jetzt auch mal anders probiert haben, jetzt sagen, oh, wenn es so einfach geht, hätte ich das mal gewusst. Ja, ist in manchen Sachen geht es mir auch so, ne, dass ich, übelst kompliziert gemacht habe und versucht habe, irgendwie dahin zu springen und keine Ahnung und zu machen und zu tun. Und dann im Nachhinein, ja, wenn man irgendwelche Let's Plays guckt oder keine Ahnung, sieht man, dass es doch ganz anders gehen kann und denkt, warum habe ich es mir denn immer so kompliziert gemacht?
Finger. Und wir bleiben jetzt hier einfach in der Nische stehen. Und ich beende den Part. Ja. Im nächsten Part hier wieder, wo wir den Geistertempel auf jeden Fall locker flockig abschließen werden. 91 Skulltis. Oh, ich bin mal gespannt, was das mit Skulltis kommt. Also, wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Part, wenn wir hier den Geistertempel beenden. Muss er leider schon vorbei, aber... Naja, wir sehen uns. Macht's gut, ciao.